Spannung pur im Kampf um die Krone der deutschen Wasserballliga. Mit lediglich einem Tor Vorsprung gegenüber Waspo Hannover führen die Wasserfreunde aus Spandau das Achterfeld der deutschen Wasserball-Elite vor diesem heutigen Spiel an. Am Ende könnte die Tordifferenz über Platz 1 in der Endtabelle und die Spitzenposition für die Playoffs entscheiden. Dementsprechend groß natürlich die Anspannung beim heutigen Spiel. Man hat sicherlich gemerkt, dass wir heute den ganzen Tag unter Druck standen und auch schon ins Spiel so reingegangen sind, dass wir gemerkt haben, es ist jedes Tor wichtig und wir müssen um jeden Ball kämpfen und allem drum und dran. Für den Rekordmeister aus Berlin heißt es 3 Spieltage vor Ende der Hauptrunde heute im heimischen Nass die Tabellenführung im Fernduell mit Waspo zu verteidigen. Zu Gast in Berlin sind am 12. Spieltag die White Sharks aus Hannover. Und damit rein ins Spiel. Bereits von Beginn an konnte Spandau seiner Favoritenrolle gerecht werden. Nikola Dedovic traf nach nicht einmal 25 Sekunden zur 1:0-Führung. Nach einem schönen Doppelpass mit Restovic ist es nur eine halbe Minute später Gielen, der den Ball wuchtig in die Maschen der Gäste befördert und so früh die Marschroute dieser Partie aufzeigt. Zwar erhöht Spandau in der Folge auf 3:0, doch nun finden auch die Gäste aus Hannover so langsam ins Spiel und erzielen folgerichtig ihren ersten Treffer durch Marius Frank. 3 weitere Tore erzielte Spandau noch vor der ersten Viertelpause und auch den White Sharks gelang der zweite Treffer zum 6:2. Hatten uns ein paar Sachen vorgenommen, die wir auch relativ konstant durchgezogen haben. In der Verteidigung haben wir ein paar Mal ein bisschen geschlafen. Das darf uns nicht weiter passieren, aber grundsätzlich war es in Ordnung. Dann im zweiten Viertel ließen die Wasserfreunde defensiv kaum noch etwas zu und konnten ihre Führung noch vor dem Halbzeitpfiff auf 10:2 ausbauen. Wir waren leider nicht die ganze Zeit konzentriert und haben sicherlich den Druck dann auch irgendwann den Tribut gezollt. Und ja, es war schwierig, es war ein schwieriges Spiel. Es ist nicht einfach, wenn man als klarer Favorit ins Wasser geht, es dann auch 4 Viertel lang ins Wasser zu bringen. Nach dem Seitenwechsel war es dann aber auch die Zeit der Gäste aus Niedersachsen und die White Sharks fanden immer besser ins Spiel. Wolf Moog verkürzte nach einem schönen Anspiel zum zwischenzeitlichen 12:5, doch auch die Gastgeber ließen nicht locker und stellten nach starkem Ballgewinn durch Maurice Jüngling den alten 8-Tore-Vorsprung wieder her. In der Folge hatte Spandau das Spiel nun wieder fest im Griff. Obwohl es für 5 der Spandauer Spieler unter der Woche zur Nationalmannschaft ging, agierten die Gastgeber auch im letzten Viertel agiler und viel kaltschnäuziger. Man muss bedenken, wir sind ein bisschen ersatzgeschwächt. Unser Centerverteidiger konnte nicht spielen. 3 weitere Spieler waren entweder angeschlagen oder verletzt. Also deswegen war das Ergebnis noch so einigermaßen okay, aber es hätte ein paar Tore weniger sein können. Den Schlusspunkt in einer intensiven, aber unterm Strich einseitigen Begegnung setzte Kapitän Marco Stamm mit den Treffern zum 21:22:7. Wir konnten unsere Tordifferenz zu unserem Vorteil ausbauen. Das ist im Prinzip eine schöne Sache, aber dennoch, ich sage, in den letzten Spielen geht es nach wie vor weiter darum, konzentriert zu spielen. Am Mittwoch geht es dann für die Wasserfreunde aus Spandau in der Champions League nach Ungarn, wo mit dem OSC Budapest ein starker Gegner auf das Team von Peter Kovacevic wartet. Wir sind natürlich gespannt und drücken die Daumen.